Los geht's, Miguel. Nummer 3.0. 3.0. Der andere Miguel, der da stand, war sogar ein Miguel mit Rucksack. Nein. Doch, das war ein Miguel mit Rucksack. Nee, nee. Doch, der andere, der in dem anderen Auto war. Ding. Ist ja kein Auto, wie wir gelernt haben. Geil, wa? Das, ja, der Sieger wäre es gewesen, wenn die Tankstelle da noch gewesen wäre. Naja, wenn ich wirklich alles durchgerast wäre. Und dann wäre ich tot. Ich tue es doch. Was, die wollen schon mal an explodieren, die Tankstelle? Ja, aber das war nur der erste Teil. Wenn ich die beide durchgerast, wäre ich wahrscheinlich mit trotzdem gegangen. Stimmt. Egal. Der Liga ist noch drin. Ich glaube, jetzt sind wir weiß, wie die Liga gekommen. Also zumindest in dieser Aufnahme. Ja. Insgesamt zwar nicht, aber in dieser Aufnahme. Wahrscheinlich. Miguel, bist du noch aber besonders gut stellen, stellt sich auch nicht an. Das ist ja auch Absicht, also. Also du musst mindestens bis zu dieser komischen Rampe kommen, die da gleich rechts kommt. Rechts kommt eine Rampe? Ich sehe sie! Die ich meine ich gar nicht. Die ist ziemlich nah an dem. An der Straßenbahn, an der Straße, weißt du doch. Straßenbahn? Nee, die normale Straße. Weißt du doch, da kommt doch gleich so ein umgeknicktes Schild oder was. Ja. Und da springst du dann rüber. I remember. Ich sehe sie da vorne. Das helle Ding. Aber Fußweg wird doch rechts. Oh, fast, aber. Ja, jetzt nicht mehr. Nee, dreh nochmal. Das ist wahrscheinlich das Beste. Das ist eine sehr weise Entscheidung, möchte ich mal so behaupten. Musst du wirklich so weit umdrehen? Ich meine, wenn du so weit fährst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal gegen Auto knallst und wieder an Geschwindigkeit fließt, doch umso höher. Ich hasse wahrscheinlich ganz recht. Lässt du wohl meinen Nacken los? Nein! Aus dem Weg! Das ist mein Nacken. Miguel, jetzt geht's los. Bau! Geld für Lusche. Aber er lebt wahrscheinlich noch, wenn du ihn nicht wieder überfährst. Das will ich viel hoffen. Ja, jetzt bleib einfach stehen. Ich muss eigentlich diese Billigsklaven nicht versichern. Wieso nicht versichert? Klar sind die versichert, sonst würden die den Scheiß doch nie mitmachen. Die haben... Stimmt. Diesen Vollkasko versichert mit 70 Euro Selbstbeteiligung. Gibt es das 70 Euro? Bestimmt nicht. Ich dachte, wenn man den Kunden hat, 150. Wir sind hier immer noch auf Panama. Ja, stimmt. Okay, also mit 70. Machen wir einen Auftrag. Ja, schieß doch die Polizei ab. Genau. Ein Auftrag. Gut, legalistisch. Verliere ich wahrscheinlich auch gleich. Komm mal, du gehst auf diese fliegende Insel. Wo ist denn die? Das sage ich dir auf der Karte. Du darfst die allerdings nicht dahin exfiltrieren und du darfst dir aus dem Schwarzmarkt kein Flugzeug holen, sonst oder Helikopter. Sonst darfst du dir aus dem Schwarzmarkt holen, was du möchtest. Durch Waffen und Fahrzeuge bzw. Boote. Ich habe nicht mal was gemacht, das war alles Miguel und die wollen mich totschießen. Ja. Na stimmt, okay, Miguel ist ja schon tot. Gut, dann gehen wir mal auf die Karte. So, wenn du etwas rauszoomst, Luftkissenboot ist wo? Das ist der Moment, da oben dieser Doppeltampon. Da dieses Haus, einfach aus das Haus. Wieso, das geht doch auch. Das ist aber die Siedlung, das ist direkt die Siedlung. Ist doch egal. Ich glaube, dieses Haus ist... Wo bin ich? Du bist da, wo der Pfeil ist. Dieser große Pfeil, der in der Mitte. Stimmt. Das ist übrigens meistens, wenn man in einem Spiel eine Karte betrachtet. Gar nicht wahr. Du da hinkommst. Oh, Müllabfuhr. Ich wollte schon immer mal bei Müllabfuhr sein. Ich hasse Müllabfuhr. Ich habe nicht mal was gemacht, Kinders. Lass mich in Ruhe. Das ist natürlich sehr intelligent, in den Wald zu fahren. Schutz auf der Straße zu bleiben. Nein, dann wollen die mich nur kaputt machen. Das wollen sie im Wald auch, nur im Wald brauchen sie es nicht, weil das schaffst du denn alleine. Ja, siehst du. Ist doch gut. Finde ich nicht. Wieso? Wieso?
Ja gut, aber kaputt bist noch du eine Müllabfuhr. Kollegas, warte. Leggers! Pronto, pronto. Der arme Palme, die hat sich doch jetzt bestimmt vor Angst in die Hosen geeiert. Geeiert? Geeiert. Welche? Sollen das? Schön rausgerotzt. Kann man drüber, wo du hin musst? Wird der Ton vom Spiel mit aufgenommen? Der wird mit aufgenommen, der wird. Wird selbst aufgenommen. Ah, so viel Scheiße, ich hab mal was. Was ich rum? Nichts aus. Ja, sorry, Mann, dass ich einen überfahren habe. War ja auch nicht mit Absicht. Der kam aber gut die steile Wand hoch. Ja, ich habe ihm auch Anschwung gegeben. Oh, muchas, ich meine, la colegas. Muchas gracias, du brennst übrigens. Oh, Colonel, Colonel. Gut, dein Auftrag hat sich geändert für den Colonel. Und dann zum Doppeltampon? Ja, dann zum Doppeltampon. Das ist mal ein Colonel in seinem natürlichen Lebens. Nicht immer. Der Colonel ist tot, oder? Ja, der sollte tot sein. Wie viele Colonels haben wir jetzt schon? Habe ich leider nicht drauf geachtet. Schade. Nein, ist gar nicht das. Aber das ist auch nicht das gleiche. Aber fast. Wahrscheinlich vom Fahrverhalten ziemlich genau das gleiche. Haben wir gleich einen Hersteller. Recht? War der andere auch von Niseko? Ja, das war Niseko Fußball oder was. Die befahren sich schon selber, ist ja geil. Ja. Polizei, Freund und Helfer. Können die mich nicht irgendwie mal in Ruhe lassen? Das Ding ist aber etwas mehr wohnhaft als die Vorbahn sein. Ja, weil Tuska wohl nicht so vorhaben. Ich meine Tuska schneller war. Auf die S1. Schneller wäre in diesem Fall auch kein Problem gewesen. Ich habe keine Muni mehr für den Scheiße. Das habe ich schon vorhin bemerkt. Da hätte ich oder du mal Initiative ergreifen können und nicht schlecht. Und mal Muni holen können. Ist hier lang? Da bist du gerade eben hochgefahren. Nur wo du lang musst, weiß ich immer noch nicht. Da geht's zur Militärbasis. Das müsste immer noch im Militärbasis sein. Ich brenne! Warum? I'm on fire. Bam, bam, badam. Keeps believing. Na, das ist falsch. Hörst du bitte auf zu singen? Entschuldigung. Du singst wie eine elektrische Gummibust. Wie singt eine elektrische Gummibust? Vibriert diese elektrische Gummiwurst? Wenn es eine elektrische Gummiwurst ist, wird sie wahrscheinlich vibrieren können. Nicht gegen den Baum. Ich sehe die Bäume vor lauter Wälder nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Variante. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Ist nicht außer Acht zu lassen. Aber welch reiche Flora und Fauna. Flora. Also ich hab voll den Kohldampf. Was? Ich hab voll den Kohldampf. Echt? Hunger, ja. Jetzt in echt oder im Spiel? Ja, Ich auch. Dann sollten wir gleich mal was essen. Geht doch nicht, wir machen noch eine Aufnahme. Ja, egal, können wir ja schneiden. Das merken die bestimmt nicht. Oder währenddessen? Währenddessen ist nein, das finde ich respektlos. Sonst kommt wieder meine Lehrerin und sagt, hast du auch genügend für die ganze Klasse dabei? Na gut, okay, bei deinen Zuschauerzahlen. Noch ist das weniger. Noch. Wie viel hast du durchschnittlich? Durchschnittlich so 10. Gut. Irgendwie bleibt das immer gleich 4. Obwohl die Abonnenten so langsam aber stetig mehr werden. Echt? Ja. Aber nur, wenn das so weitergeht, ich habe jetzt über 500 Videos. Wenn es so weitergeht, dann bin ich der erste Let's Player mit 1000 Videos oder wahrscheinlich der erste YouTuber mit 1000 Videos und unter 100 Abonnenten oder sowas. Ja. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee. Ich meine, gut, theoretisch ist es leicht. Man muss einfach nur ganz viele, ganz kleine Videos für eine Sekunde und dann... Ja, aber deine Videos sind ja so schlecht nur auch nicht. Ich meine, gut, okay, du laberst zwar ein bisschen viel vor dir hin, aber...
Was soll man machen? Ja, ich weiß nicht. Du bist so eine Schlaftablette. Ja, leider. So aber heute geht's ja. Ja. Heute sind wir auch zu zweit. Da schauen wir uns ja gegenseitig so ein bisschen im Entertainment so ein bisschen hoch. Da ist die der Doppeltampon. Doppeltampon? Ich hab den Doppeltampon gesehen. Mega. Ey, ich meine den Doppeltampon. Du brauchst nur noch irgendein Ding, um da hochzukommen. Bin schon dabei. Wir sind schon seit mehreren Metern unfallfrei. Das musst du auch erstmal schaffen, wenn du mit mir unterwegs bist. Oh ja. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass wenn du Führerschein hast, dass ich nicht mit dir fahren werde? Warum nicht? So wie du hier fährst. Heißt das, ich muss immer mit dir fahren? Ja. Aber einmal musst du mit mir fahren. Ich befürchte. Ja. Ich habe das meinen Eltern auch schon angedroht, wenn ich Führerschein habe. Daraufhin ist Matthias schreiend aus der Wohnung gehört? Nee, er hat sich etwas gefasster verhalten. Nein. Er trug es mit Fassung. Ja. Hat er sich eine schwarze Binde oder hat schon mal seine Todesanzeige in die Zeitung gesetzt? Nee, er, wie gesagt, er trug es mit Fassung. Er hat eigentlich nicht so wirklich was dazu gesagt. Nee, er hat geweint, aber... Er musste sich die Tränen verkneifen. Ja, gut, okay. Aber ich habe ihm gesagt, noch ist es ja nicht so weit. Er kann sich ja seelisch darauf vorbereiten. Seitdem hat er irgendwie die ganze Zeit schlechte Laune. Ich kann es verstehen. Ja, hatten wir schon mal versucht, was Fliegbares zu finden. Kann das sein? Ich glaube, Karneval. Wie ein Karneval sieht das hier nicht aus? Es ist ja gerade Karneval. Tja, das kommt ja hin. Zu zeitlich gesehen. Am 26.01. Ja doch, ist Karnevalzeit. Echt? Ja klar. Jetzt echt? Ja, am 11.11. startet die Karnevalszeit. Und die Hochzeit ist so ab Ende Januar, Februar. Was? Ja, manchmal Aschermittwoch ist. Weiß ich doch nicht. 26. Februar, glaube ich. Aha. Ja, es geht jetzt alles so los mit Fasching und so. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber nicht, dass du mich jetzt verarscht, weil ich meine, ich weiß das wirklich nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, aber du kannst ja mein Dingens nachschauen, mein Kalender. Ich kann auch mal im Internet nachschauen. Dann ist doch mein Kalender. So, www.google.de. So. Fett, Debi, wo bist du? Karneval. So, Fragezeichen. Karnevalstermin 2012. 2012 bis 2020. So, ich habe Baby gestürzt. Jetzt ja, so 16. bis 22. Februar. Ja, siehst du wohl. Nächstes Jahr ist 7. bis 13. Februar. Also so Februar-März-Zeug. Februar-März? Ja. Insgesamt gesehen. Ja, aber ist so im Februar-März. Geht schon vorher los. Sollen hier nicht irgendwie mal Jets oder was kommen? Eigentlich, ich bin auf jeden Fall hier schon mal mit dem Jet gestartet, das weiß ich. Aber vielleicht waren die auch missionsbedingt da, weil man es wirklich in der Mission brauchte. Ich brauche einen Helikopter, aber diesmal will ich nicht abgeschossen werden. Ziemlich direkt neben dir steht so ein Ding, was dich abschießt. Ziemlich direkt vor dir steht so ein Ding, was dich abschießt. Wirklich ziemlich direkt vor dir. Flieg einfach weg. Ich will aussteigen. Das ist doch scheiße, Mann. Jetzt habe ich mir den weiten Weg hierher gemacht und ich sterbe.